Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Cyberpunk 2077 Video und heute dreht sich alles um eine mögliche Erweiterung und einen Haufen Nebenaktivitäten, die damit im Zusammenhang stehen. Dass die Open World in Cyberpunk 2077 nicht interagierbar genug ist und es zu wenig zu tun gibt, fernab von dem, was man sowieso machen muss, also Quests und Nebenquests, das ist für viele Leute definitiv ein Dorn im Auge, aber das könnte sich auch schon mit einer der kommenden Erweiterungen ändern. Vor ein paar Wochen wurde ja bereits das Casino auf der Map entdeckt, das zwar nicht interagierbar ist und auch keine spielbaren Inhalte enthält, aber zumindest schon mal in Night City platziert ist. Und mittlerweile gibt es auch weitere Hinweise darauf, dass wir irgendwann in Night City vermutlich Casino-ähnliche Minispiele haben werden. An dieser Stelle sei ganz klar erwähnt, dass das sein kann und alles nur Spekulation ist, aber es wurden auf der ArtStation-Seite einiger CDPR-Entwickler definitiv Hinweise darauf gefunden, dass das zumindest entweder Content war, der ursprünglich mal fürs Spiel geplant war und dann gestrichen wurde, oder eventuell Content ist, der mit einer der Erweiterungen kommen wird. Wenn ihr Lust habt, euch die Artworks der wirklich extrem talentierten CDPR-Mitarbeiter anzuschauen, ich verlinke euch den Link zur ArtStation rund um alle Cyberpunk-Inhalte unten in der Videobeschreibung. Aber nicht nur den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, sondern auch den Link meines neuen Partners hier auf dem Kanal. Denn ich bin eine Partnerschaft mit Instant Gaming eingegangen. Also wenn ihr auf dem PC auf der Suche seid nach günstigen neuen Spielen, die ihr spielen könnt nach Cyberpunk oder bis die nächste Erweiterung in Cyberpunk erscheint, dann findet ihr dort definitiv einen Haufen cooler Games, die es sich lohnt mal auszuchecken. Und natürlich ist dort auch was dabei für euch, wenn ihr auf der Konsole unterwegs seid. Ihr könnt dort zum Beispiel vergünstigt Guthabenkarten für den PlayStation Store kaufen. Wenn ihr zum Beispiel, so wie ich das gerade mache, AC Valhalla auschecken wollt oder euch aber den Season Pass holen wollt für die bald anstehenden Erweiterungen. Also wenn ihr euch eh gerade umschaut nach einem neuen Spiel und Lust habt, mich dabei zu unterstützen, dann klickt doch einfach mal unten auf den Link in der Videobeschreibung oder auch im angepinnten Kommentar. Aber schauen wir uns doch jetzt mal die Concept Arts der Entwickler bei CDPR an. Die sind nämlich wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Wer das Ganze auch bereits im Vorfeld des Releases einigermaßen aufmerksam verfolgt hat, der hat bereits mitbekommen, dass viele der Concept Arts genau so im Spiel realisiert und umgesetzt wurden, wie sie damals gezeichnet wurden. Ich meine, die Concept Arts waren nie schlecht, überhaupt nicht. Die waren sehr, sehr gut und sehr detailliert. Und ich finde es ziemlich cool, dass die auch wirklich genau so praktisch 1:1 im Spiel implementiert wurden. Hier ein paar Beispiele dafür. Die Lagerhalle der Animals zum Beispiel, die dürfte jeder schon gesehen haben. Ich glaube, da findet entweder eine Nebenmission oder ein Auftrag in dieser Lagerhalle statt. Ich glaube, jeder dürfte die schon gesehen haben, der zumindest schon ein bisschen weiter im Spiel ist. Und ich glaube, auch diesen Ausschnitt im Spiel kennt fast jeder, denn das ist eine der Nebenmissionen, die wirklich lange, lange im Gedächtnis bleibt, die mich auch sehr beschäftigt hat, muss ich sagen. Und auch da gibt es ein passendes Concept Art, das eigentlich die Szenerie der Mission genauso darstellt, wie sie dann auch im Spiel ist. Zwei weitere Concept Arts dürften jedem Judy-Fan definitiv sofort auffallen, da weiß jeder Bescheid, wo das ist. Und dann habe ich noch zwei weitere für euch, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, die mir aber sofort aufgefallen sind, ich wusste sofort, wo das ist. Sagt mir doch gerne mal Bescheid, ob ihr einerseits dieses sehr moderne Setting auch gleich erkennt und auch ob ihr wisst, wo die Animals unter dieser Brücke auf einen Passanten eintreten. Wenn ihr das wisst, schreibt mir das doch gerne unten in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren, wer das noch in Erinnerung hat. Zum Abschluss habe ich noch eins, das glaube ich jedem geläufig ist. Hier haben wir nämlich Vs Lager mit der Waffenwand, der ikonischen Waffen. Und auch da kann man sehen, dass die Concept Art extrem nah am Original ist. Und dadurch ist auch eigentlich relativ sicher, dass die Sachen, die ich euch jetzt gleich zeige, entweder mal fürs Spiel geplant waren und rausgeflogen sind oder in irgendeiner der Erweiterungen vielleicht noch auf uns zukommen wird. Bevor wir uns das aber gleich anschauen, hier noch ein paar Concept Arts von unserem Original V. Also wie man erkennen kann, ist in der Konzeptionierungsphase V und überhaupt der ganze Artstyle des Spiels sehr, sehr dirty und schmutzig und kaputt und heruntergerissen gestaltet worden. Das, finde ich, hat sich drastisch geändert im Spiel, denn jetzt wirkt das ganze Spiel sehr aufpoliert und auch V wirkt sehr sauber und sehr schön anzuschauen, egal ob männlich oder weiblich, aber es ist alles sehr aufpoliert, so Hollywood-mäßig, im Gegensatz zu einem dreckigen Indie-Film, den wir noch in den Concept Arts hatten. Also gerade im Speziellen die Concept Arts vom männlichen V, ich finde, da sieht er so richtig aus wie, na fast schon wie ein Junkie oder halt ein Schläger zumindest, also richtig runtergerockt. Genauso auch mit dem Concept Art von Evelyn. Ich finde, die sieht dort viel fertiger aus, viel runtergerockter aus. Im Gegensatz zum Spiel, wo sie wirklich so eine aufpolierte Puppe ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und schaut euch mal die alte Panem an, wie die ursprünglich mal im Concept Art gestaltet war.
sieht ganz anders aus, als sie jetzt im Spiel ist. Ich persönlich muss sagen, so wie sie jetzt im Spiel ist, gefällt es mir deutlich besser. Also nichts geht über Panem, wie sie jetzt gerade im Spiel ist, aber natürlich alles Geschmackssache. Ich finde, da hat CDPR im Spiel definitiv noch mehr rausgeholt, als im Concept Art drin war. Schreibt mir dazu gerne eure Meinung natürlich unten in die Kommentare. Genauso auch würde mich interessieren, ob ihr die alten Vs und die alte Evelyn besser findet oder ob ihr den neuen, den aufpolierten Style besser und schöner findet oder aber auch vor allem passender zu Night City. Das ist ja letzten Endes die große Frage. Passt das Ganze in die Geschichte, in die Lore und in die Stadt vom Aussehen her? Und zu guter Letzt haben wir hier natürlich auch noch, um das Ganze abzurunden, Mr. Johnny Silverhand. Anscheinend bevor geplant war, dass Keanu Reeves die Rolle übernehmen wird, denn das ist definitiv nicht Keanu Reeves, sondern eine ganz andere Version von Johnny Silverhand. Wie ich finde, auch eine sehr, sehr coole und auch eine, der ich die Rolle einfach nur vom Aussehen her schon wirklich abnehmen würde. Also nichts gegen Keanu Reeves, ich finde Keanu Reeves macht das wirklich richtig gut, aber auch die Concepts zeigen halt, wie es hätte sein können, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass selbst die Concepts auch hier schon sehr detailliert sind. Wie man sehen kann, der Arm ist eigentlich genauso, wie er auch im Spiel ist, mit dem Zacken hinten dran. Was ich auch sehr geil finde, ist das Detail am Bauch, also die Tattoos, aber auch die Narbe von dem Angriff vor dem Atlantis Club ist alles mit dabei. Sehr, sehr gut gemacht, schön rausgearbeitet, gefällt mir richtig gut. Aber kommen wir doch jetzt zu den Dingen, die nicht im Spiel sind, die aber laut Concept Arts definitiv mal angedacht waren, zumindest aber halt mal konzeptioniert wurden. Und da ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen in den Concepts, die ich schon sehr interessant fand, nämlich hier diese Ripper Dock Station, die auf den ersten Blick erstmal so aussieht, wie wir es kennen, mit dem Ripper Dock Stuhl. Aber wenn man hier an die rechte Wand schaut, dann sieht man auch dort eine Waffenwand mit zum einen Mantisklingen, also Cyberware, aber auch unterschiedlichen Waffenformen. Ganz ähnlich der bei uns im Lager. Wie gesagt, das ist nur ein Concept Art. Was da letzten Endes geplant war, kann ich euch nicht sagen, aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Und ich glaube, jeden nervt, dass er von seinem Wii oder seiner Wii nicht die Frisur oder das Aussehen verändern kann. Und wie man sieht, war auch das ursprünglich mal konzeptioniert. Ganz anders, als wir uns das mit Sicherheit vorgestellt haben. Aber ich finde es eine ziemlich coole Konzeptart, die verdeutlicht, wie das Ganze hätte aussehen können. Auf einer weiteren Konzeptart werden Einrichtungsmöglichkeiten eines Arasaka Estates dargestellt. Finde ich persönlich sehr interessant. Aber jetzt gleich davon auszugehen, dass das ursprünglich mal als Option geplant war, unser eigenes Zuhause neu einzurichten, finde ich ein bisschen weit hergeholt. Aber falls so ein Feature jemals kommen sollte, könnte es so aussehen. Ein paar Concept Arts, beziehungsweise eigentlich ziemlich viele Concept Arts, zeigen genau etwas, wovon ich mir auf jeden Fall mehr im Spiel gewünscht hätte. Und das sind Mechs. Roboter, Mechs, Leute in Exosuits. Das hätte ich richtig geil gefunden, wenn wir davon einfach mehr gesehen hätten. Gibt es ja praktisch fast gar nicht im Spiel, aber die Concepts zeigen da auf jeden Fall extrem viel Varianz. Und ich muss sagen, dass ich das für ein bisschen eine verpasste Chance halte, das Spiel und vor allem halt auch die Gegnerfraktionen noch abwechslungsreicher zu gestalten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von Exosuits und Mechs und Co. haltet. Hättet ihr da gerne mehr als Gegner oder vielleicht auch die Möglichkeit, selber mal in einen zu schlüpfen? Ich meine, wir leben in 2077 in Night City, alles ist möglich, rein theoretisch. Und jetzt kommen wir zum Thema Casino, würde ich sagen, und Minigames im Spiel vor allem auch. Ich glaube, jeder, der durch Night City läuft und fleißig Loot einsammelt, wird ziemlich genervt davon sein, dass überall Spielkarten rumliegen. Die ganze Zeit überall findet man Spielkarten. Natürlich kann man mit denen nichts anfangen, aber es gibt zu diesen Spielkarten auch ein super interessantes Concept Art, das zeige ich euch hier. Und auf dem steht links oben im Eck Spielkartenbox für die russische Community in Night City, aber sie werden auch überall im Spiel in Casinos und in anderen Locations genutzt. Und wenn ihr mich fragt, klingt das so, als sei ursprünglich mal geplant, dass man Spielkarten auch benutzen kann. Sei es in Form von Minigames, dass man mit irgendwem eine kleine Runde Gwent spielt oder zumindest sowas ähnliches. Man muss fairerweise allerdings auch dazu sagen, dass CDPR bereits 2019 gesagt hat, dass es so etwas nicht geben wird. Allerdings steht auf dem Konzept ja auch, dass man das Ganze auch in einem Casino benutzen kann. Zum Beispiel an einem Poker- oder Blackjack-Tisch wie diesem hier. Ein weiteres Konzeptart. Und was ich da wirklich richtig cool finde, ist das Detail mit dem Hologramm-Kartendealer. Sehr, sehr schick gemacht, hätte ich auf jeden Fall sehr gerne im Spiel gesehen. Und dieses Concept Art hat es auch tatsächlich als Asset ins Spiel geschafft. Also da sind wir schon einen Schritt weiter als die reine Konzeptzeichnung. Interessant. Genauso auch wie dieser Roulette-Tisch, ehrlich gesagt.
finde ich ziemlich cool. Mit diesen Casino-Chips, die neonfarben leuchten, je nachdem, ob sie an oder aus sind oder ob man sie gesetzt hat, finde ich auf jeden Fall sehr nice. Links unten im Eck steht übrigens Chips, wenn sie benutzt werden, leuchten in verschiedenen Farben entsprechend ihres Wertes. Ein ausgeschalteter Chip kann mit einem beliebigen Betrag aufgefüllt werden, der dann direkt vom Bankkonto auf den Chip übertragen wird. Tja, ich weiß nicht, was soll ich sagen? Ich finde das Ganze echt super interessant, gerade wenn man auch bedenkt, dass das Casino ja out of bounds bereits in Night City gefunden wurde. Also das lässt auf jeden Fall viel Raum für Spekulationen. Was denkt ihr denn? Glaubt ihr, das Ganze kommt ins Spiel? Oder glaubt ihr eher, dass es Cut-Content, der eher rausgeflogen ist im Vorfeld? Würde mich mal interessieren, schreibt mir das doch noch gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Ganze hier gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen und eine positive Bewertung von euch freuen. An dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank an meinen neuen Partner Instant Gaming. Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Spiel seid oder euch günstig Cyberpunk snacken wollt zum Beispiel, findet ihr dort auf jeden Fall, was ihr sucht. Benutzt dazu gerne meinen Link unten in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Und wenn ihr noch mehr Bock auf Videos rund um Cyberpunk habt und immer auf dem Laufenden bleiben wollt mit dem Spiel, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ich das nächste Video hochlade. Von meiner Seite aus war es das für heute. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.